Hi Leute und willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe gerade unter einem meiner Videos einen Kommentar gefunden, eine Zuschauerfrage von GGEERR100. Er möchte gerne wissen, wie ich verpixle oder Dinge in meinen Videos unkenntlich mache. Um die Frage zu beantworten, schalten wir jetzt einfach mal auf meinen Monitor. Damit es heute etwas schneller geht, habe ich schon mal einige Dinge vorbereitet, so dass ich euch das relativ zügig erklären kann. Also, mir sind mehrere Methoden bekannt, Dinge zu verpixeln oder zu verunschärfen. Ich werde euch hier jetzt mal meine Lieblingsmethoden zeigen. Und zwar welche, die auch billig, einfach durchzuführen sind. Ich benutze im Moment das Programm X-Pro4 von Magix. Das ist aber baugleich Video Deluxe, Video MX oder Video Deluxe 17. Also alles, was ich hier mache, müsstet ihr mit den Magix-Programmen sowieso machen können und wahrscheinlich auch mit den anderen Schnittprogrammen, die so auf dem Markt sind, auch in etwa hinbekommen. So, schauen wir jetzt mal auf mein Schnittprogramm. Zuallererst müssen wir einige Vorarbeit leisten. Ich habe mir jetzt hier mal, damit wir uns erstmal ein Bild machen können, ein Video ausgewählt. Ein Video, was ich mal aufgezeichnet habe, wo ihr mich seht, wo ich irgendwas erkläre. In diesem Video möchte ich jetzt mein Gesicht unkenntlich machen. Als ersten Schritt schnappen wir uns dieses Videomaterial und gehen in Effekte und hier in Videoeffekte. Hier finden wir Verzerrungen und hier finden wir auch unseren Mosaikeffekt. Dieser Mosaikeffekt, den können wir einfach mal aufziehen. Wie stark ihr ihn aufzieht, das müsst ihr entscheiden. Ich werde ihn so stark aufziehen, dass man halt nichts mehr erkennt oder nichts mehr zuordnen kann. Und somit habt ihr euer komplettes Videomaterial verpixelt. Es gibt auch noch eine zweite Methode, die mir wesentlich lieber ist als das Verpixeln. Das ist das Verunschärfen. Das sieht irgendwie angenehmer aus, meiner Meinung nach. Dafür gehen wir hier in den Button Schärfe, markieren wieder das zu verunschärfende Videomaterial und ziehen es unscharf. Und zwar so unscharf, dass wir nicht mehr erkennen, um was es sich handelt, sodass wir es ordentlich unkenntlich gemacht haben. Nachdem wir das gemacht haben, verpixelt, verunschärft, je nachdem, was ihr möchtet, exportieren wir jetzt dieses Videomaterial in meinem Fall als MPG4 oder als MP4 und haben es damit jetzt auf meiner Festplatte liegen. Dieses Videomaterial hole ich mir jetzt wieder zurück in mein Schnittprogramm, habe ich jetzt hier schon mal getan, aber auch nochmal das originale Quellvideo, das habe ich hier auch nochmal liegen. So, hier ist mein Original-Quellvideo. So, um das jetzt zu verpixeln, benötigen wir noch einige Bestandteile. Und zwar Abdeckteile oder Abdeckobjekte, mit denen wir dem Programm überhaupt erstmal sagen können, was verpixelt werden soll. Dazu hole ich mir jetzt ein ganz normales Bildbearbeitungsprogramm. Kann GIMP sein, kann was auch immer sein. Hauptsache, ihr könnt PNGs damit erstellen, am besten freistellbare PNGs. Mit diesem Programm ziehe ich mir einfach nur simple Formen auf, Kreise, Quadrate, je nachdem, was wir benötigen, um das Objekt abzudecken, was wir abdecken wollen. In meinem Fall nehme ich ein Gesicht, also wäre ein Kreis sinnvoll. Ziehe ich also quasi einen Kreis auf, wie ich das hier getan habe, und fülle ihn mit dem Füllwerkzeug mit einem Farbverlauf, in dem Fall mit einem kreisförmigen Farbverlauf. In der Mitte mit Weiß und nach außen hin mit Schwarz. Das ist wichtig für unsere erste Methode der Verpixelung. Nachdem wir das getan haben, können wir eventuell noch mit Randunschärfe arbeiten. Wir haben hier die Randunschärfe und die können wir einstellen. Und dadurch wird das Objekt am Rand etwas durchsichtig. Dadurch können wir einen schönen Verlauf um das Gesicht herum erzeugen, dass das nicht so abgehackt aussieht. Das wäre Variante 1. Variante 2, ihr zieht euch wieder ein Objekt auf, wie ich es hier getan habe, eine Kugel, und füllt diese mit einer neutralen Farbe, die in eurem Video nicht vorkommt. Das ist ganz wichtig. Das wäre meistens ein Greenscreen, also ein reines Grün. In diesem Fall habe ich ein 255er Grün in diese Kugel eingefüllt. Das wäre die zweite Form. Und die dritte Form, da zieht ihr euch einfach nur ein Quadrat auf. Ich mache sie mal einfach vor. Und füllt das auch mit einer Farbe, die ihr wollt. Einfach in diesem Fall schwarz. Ist am beliebtesten. Und arbeiten auch etwas mit Randunschärfe, dass sieht das nicht ganz so abgehackt im Video aus. So, das wären unsere drei Hauptobjekte. Diese Verlaufkugel, die grüne Kugel und das schwarze
Rechteck. Die exportieren wir jetzt als PNG-Datei auf unseren Rechner und legen sie quasi auf der Festplatte ab. Jetzt machen wir das Programm wieder weg. So, und jetzt kommen wir zur ersten Methode, die sogenannte Alpha-Methode. Die wird in Magix gerne verwendet und funktioniert auch in fast jedem Magix-Produkt und wird auch von mir favorisiert, weil sie am allerbesten funktioniert. So, schauen wir einfach mal. Ich ziehe mir jetzt einen Kreis, und zwar diesen Kreis, den ich mit diesem Farbverlauf gefüllt habe, in meine Videospur, und zwar über das Video. Ich lege ihn jetzt hier einfach mal ab. Klack, ziehen genauso groß auf wie das Video. Und jetzt sehen wir, im Video habe ich jetzt diesen Kreis liegen. Den kann ich jetzt mit dem Button Bewegungseffekte, Position, Größe, meinem Gesicht genau anpassen, sodass er ideal über meinem Gesicht liegt, sodass man nichts mehr von meinem Gesicht sieht halt. Wenn ich das gemacht habe, gehe ich an den Anfang des Videos, lege wie gesagt die Kugel über mein Gesicht und setze einen sogenannten Keyframe, und zwar den allerersten Keyframe. Klick mache ich hier jetzt mal, und wenn ich das jetzt gemacht habe, habe ich quasi die Keyframe-Kette gestartet und kann jetzt je nach Bedarf, ich spule jetzt immer mal so ein paar Sekunden weiter, bewege die Kugel wieder so, dass sie schön über mein Gesicht sitzt, und zack, wird hier ein nächster Keyframe geschrieben. Ich habe jetzt das schon mal ein bisschen vorbereitet und habe hier sämtliche Keyframes erstellt, sodass die Kugel, wie wir sehen, ganz genau mein Gesicht abdeckt, und zwar während der kompletten Videosequenz. Es gibt auch Möglichkeiten in dem Programm, das automatisch durchführen zu lassen. Die gefallen mir aber nicht so, weil die nicht immer so perfekt arbeiten. Deswegen mache ich sowas gerne von Hand. Aber wie ihr das macht, liegt bei euch. So, jetzt haben wir die Kugel genau auf unserem Gesicht liegen. Und jetzt kommen wir zu unserem Videomaterial, was wir vorhin erstellt haben. Das Material, was wir verpixelt oder verunschärft haben. Je nachdem, was ihr benötigt oder was ihr möchtet. Dieses Material zieht ihr wieder in eure Videospur rein, von der Festplatte runter, und legt es über das Material, über das Originalvideo, über eurem Kreis, in die darüber liegende Spur. Wir schauen uns das jetzt hier an, und das wäre in diesem Fenster. Es ist alles komplett verpixelt nur. Jetzt müssen wir dem Programm sagen, was von diesem Video verpixelt wird. Das haben wir ja vorher mit unserer Kugel getan, indem wir diese Kugel immer über mein Gesicht gelegt haben. So, und jetzt gehen wir unter Videoeffekte auf den Button Chroma Gray, das sogenannte Keying Programm. Klicken auf die Spur, in der unsere Kugel liegt, und klicken auf unsere Kugel, so dass wir die ja mit Alpha quasi keyen wollen, und klicken jetzt einfach auf Alpha. So, und dadurch wird jetzt alles, was von der Kugel überdeckt war, quasi mit dem verpixelten Material überlegt, und alles andere, was von der Kugel nicht überdeckt ist, bleibt das Originalmaterial, was wir hier oben in der Hauptspur liegen haben. In dem Fall wäre das das verpixelte Material. Wir können auch mal das verunschärfte Material nehmen. Das ist mir persönlich lieber. Und das sehen wir hier. Mein Gesicht wird unscharf. Das gefällt mir aber jetzt noch nicht so ganz, weil man mein Gesicht noch erkennen kann. Und da gehen wir einfach halt jetzt nochmal in unser Alpha-Effekt rein und passen das dementsprechend an. Einfach ein bisschen mit den Reglern spielen, dass die Kugel quasi so groß aufgezogen wird, dass mein Gesicht komplett überdeckt wird. Das war, weil wir den Farbverlauf haben, kann ich hier mit der Intensität quasi ein bisschen spielen. Deswegen habe ich mit dem Farbverlauf gearbeitet. So, und jetzt sehen wir schön, mein Gesicht ist einmal frei verdeckt durch die Verunschärfung, und ich spiele das jetzt einfach mal ab. Und erfüllt eigentlich ganz meine Erwartungen zu 100%. Gesicht optimal abgedeckt ist. Das ist die Variante 1, die Alpha-Variante, die mir am liebsten ist. Jetzt kommen wir zur Variante 2. Die Variante 2 funktioniert ähnlich wie die Alpha-Variante, bloß dass wir hier jetzt nicht den Farbverlauf verwenden, sondern diese grüne Kugel, die wir uns vorhin aufgezogen haben. Die legen wir auch wiederum mitten auf unser Gesicht und tun sie auch wie gehabt mit unserer Keyframe-Animation, Bewegungseffekte, Position, Größen, genau dorthin ziehen, wo sie hin soll, setzen wieder einen ersten Keyframe und bewegen sie alle paar Sekunden neu, sodass sie immer optimal mein Gesicht abdeckt. Wenn wir das jetzt getan haben, haben wir jetzt ein Video, wo ich mit einem schönen dicken grünen Punkt auf dem Gesicht zu sehen bin. Dieses Video rendern wir wiederum durch, also wir markieren es und exportieren es als MPG4. Also wenn wir das gemacht haben, holen wir uns das Material wieder in unser Schnittprogramm rein von der Festplatte. Das heißt, wir haben es hier liegen
Und unter dieses Material legen wir dieses Mal das verpixelte Material oder das verunschärfte Material, was auch immer ihr wollt. Wir sehen es hier, hier habe ich es liegen. Und jetzt lege ich einfach dieses Material mit dem grünen Punkt darüber. Und jetzt benutzen wir das normale Keying-Verfahren. Das heißt einfach nur Greenscreen oder wie auch immer. Wir gehen wieder in unser Chroma Cray und aktivieren hier Keying Grün, weil wir ja die grüne Farbe entfernen wollen. Nachdem wir das gemacht haben, sehen wir schön, mein Gesicht ist verpixelt und die Umgebung bleibt frei. Hier können wir auch wieder ein bisschen mit der Intensität spielen. Leider ist bei diesem Verfahren kein Verlauf möglich, aber es wird optimal verpixelt. Wir sehen, es ist schön verpixelt. Und wenn ich jetzt dieses Material wieder durchrendere, habe ich wieder ein Video, was optimal verpixelt ist. Ich spiele es einfach mal einen kurzen Moment ab. Erfüllt eigentlich meine Erwartungen zu 100%. Und so sehen wir, bleibt das Video wieder optimal verpixelt. Das wäre die zweite Methode mit dem Greenscreen. Und jetzt kommen wir zur dritten Methode. Die benutze ich gerne bei Autonummernschildern oder ähnliches. Man kann es aber auch bei Gesichtern benutzen. Man kennt es vielleicht noch aus etwas älteren Dokumentationsfilmen. Wir schnappen uns unser Standard-Quellmaterial, ziehen unseren quadratischen Balken in das Video. Hier liegt er jetzt auf meinem Gesicht. Passen wieder die Größe mit dem Bewegungseffekt an, so dass wir den Balken auf diese Größe verschieben, dass er exakt das, was er verdecken soll, halt abdecken kann, wie zum Beispiel in diesem Moment meine Augen. Animieren das wieder mit Keyframe, wie wir das vorhin bei den Kreisen auch getan haben. Und so haben wir über das komplette Video etwas abgedeckt. Vorzugsweise bei PKW-Nummernschildern wird das gerne von mir verwendet. Also spielen wir das einfach mal ab und das sieht dann so aus. Und erfüllt eigentlich meine Erwartungen zu 100. Auch eine sehr optimale Variante, halt wie gesagt, das benutze ich sehr gerne bei PKW-Kennzeichen. Und jetzt kommen wir noch zur dritten Variante, die ist etwas kostspieliger, funktioniert auch meiner Meinung nach nicht arg so gut. Das wäre das Verwenden eines Zusatzprogrammes. Wir haben jetzt hier wieder mein Quellmaterial und hier habe ich jetzt als Zusatzprogramm das New Blue Premium-Paket erworben und da ist der Pixelator mit drin. Wenn ich den jetzt anwähle, nur zur kleinen Info, dieses Programm liegt zwischen 80 und 120 Euro und für das, was das Programm leistet, ist es mir eigentlich zu teuer, muss ich ganz ehrlich sagen. So, in diesem Programm können wir jetzt anhand dieses Reglers festlegen, welchen Bereich im Video ich verpixeln will. Wir gehen ans Anfang des Videos oder des geschnittenen Materials, setzen den Startposition, klicken auf Keyframes benutzen, können jetzt hier mit diesen Reglern die Größe, die Breite und die Stärke der Verpixelung wählen und machen das jetzt auch wieder auf Keyframe-Basis. Das heißt, alle paar Sekunden passe ich die Position neu an, so bis ich das komplette Video durchgearbeitet habe. Wenn ich das dann fertig habe, habe ich auch ein komplett verpixeltes Ergebnis. Allerdings ist diese Variante meiner Meinung nach zu teuer und funktioniert nicht optimal. So, das wären die Varianten, wie ich etwas verpixele. Ich hoffe, ich konnte eure Fragen beantworten und einigen Leuten etwas weiterhelfen. Also dann, tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.